Heute wird es mal wieder Zeit, einen Wunsch zu erfüllen. Ich bin ja Wunscherfüller. Und zwar war das Nusszopf. Geht stramm auf Ostern zu. Da passt das ja, mache ich einen Haselnusszopf. Los geht's. Mit 500 Gramm Mehl brauche ich nicht mal abwiegen, sehr praktisch. Und Trockenhefe. Ist die überhaupt gelingsicher? Gelingt immer. Da kann nicht schief gehen. Von wegen nicht abwiegen hier, das ist ja eine Kilopackung und ich brauche nur 500 Gramm. Ach nee, dann nehme ich hier die Kilotaste 0,5 und dann hoffen wir mal, dass hier überhaupt so viel Platz ist auf meiner Waagschale. Jawohl, 500 Gramm Mehl in die Schüssel plus gelingsichere Trockenhefe und schon mal ein bisschen unterrühren. Es geht voran. Wir sind bei Schritt 2 zur Zubereitung unseres Hefeteigs. So viele Schritte sind das nicht, nur eine DIN A4-Seite voll, da kommen wir schnell durch. Und zwar müssen jetzt die trockenen Zutaten zusammengemischt werden mit dem zuvor vorbereiteten Mehl. Also jetzt kommen noch Zucker aus norddeutschen Rüben und sowas kommt alles noch mit rein. Machen wir. 80 Gramm Zucker, 50, 60, 70, 80. Aus norddeutschen Rüben. Zucker kommt in die Schüssel. Dazu ein Päckchen Vanillezucker für den guten Geschmack. Und eine Prise Salz. War das eine Prise? Kommt doch auch was raus. Ja, sehr gut. Auch untermischen. Und dann ist Schritt 2 ja praktisch abgeschlossen. 3, jetzt kommen die nicht ganz so trockenen Zutaten da auch noch mit rein. Milch, die Butter, Eier. Ich kann mit Eiern jonglieren, aber nur mit einem. 140 Milliliter, das muss irgendwo zwischen 100 und 200 liegen, so mittig. Gucken wir mal. Jetzt haben wir 100, 110, 120, 130, 140 plus 100 Gramm weiche Butter. 100, boah, weich ist sie nicht gerade. Sag mal. Tue ich mal lieber kurz in die Mikrowelle, soll ja weich sein. Butter da rein. Wie geht das? Hi. Hi ist immer gut. Einschalten, läuft. Oh. War es ein bisschen viel? Ja, sieht weich aus. Lass ich vielleicht besser ein bisschen abkühlen. Zwei Eier. Eins. Ein bisschen was daneben gegangen. Zwei. Ach, sag mal, hat keiner gesehen, ne? Und ein halber Teelöffel Bio-Zitronenschale. Wie lange muss ich da reiben für? Ist das jetzt ein halber Teelöffel? Müsste doch ungefähr hinkommen. Weiter geht's. Lauwarme Milch, lauwarme Butter. Die Hefe soll ja keinen Schock kriegen. Lauwarme Eier und lauwarme Zitronenschale. Na, geh raus. So, hartnäckig. So, fertig. 20 Minuten verrühren. So ist das auch gut. War ein bisschen anstrengend für mein Rührgerät, aber wir haben es ja geschafft. Vielleicht hätte ich es lieber mit der Hand kneten sollen. Nächstes Mal. Gut, dem mache ich dann eine schöne Kugel von. Wunderbar. Schritt 4. Dann wird das Ganze mit einem Küchentuch abgedeckt für eine Stunde und an einen warmen Ort gestellt. Das darf nicht zu kalt sein, sonst wird das nichts. Handtuch drüber. Soll ja einen warmen Platz. Ich tue den bei ganz niedriger Hitze, also wirklich nur ganz büttel in den Ofen, da ist es ja warm. Jetzt geht es weiter mit der Haselnussfüllung. In Schritt 1 kommen wieder die trockenen Zutaten zusammen. Zum Beispiel Haselnüsse gemahlen oder Haselnüsse gehackt oder was wir sonst noch so haben. Ich erzähle euch das gleich. 200 Gramm gemahlene Haselnüsse, das ist werkseitig schon vorgewogen. Darf noch nicht so viel daneben gehen. Und 100 Gramm gehackte Nüsse, passt auch genau. Sehr gut. 50 Gramm Puderzucker. Das kann dauern. So, 50 Gramm.
kommt bei den Haselnüssen mit rein. Plus 3 Esslöffel Kakao. Vorzüglich zum Backen geeignet, steht da. Es gibt nämlich Kakao zum Trinken und zum Backen. Da gibt es so Unterschiede. Bin ich schon mal mit reingefallen. Das soll mir ja nicht nochmal passieren, ne? Waren das jetzt 3? 3 großzügige. Vermischen. Ich hätte einen größeren Topf nehmen sollen. Das geht überhaupt nicht. Aua. Dann fülle ich das mal um in eine größere Schüssel. Ja, das staubt. Ja, so geht das besser. Den Puderzucker hätte ich vielleicht sieben sollen. Ich weiß gar nicht, wieso der so krümelig ist. Und Schritt 2 von 2 zur Herstellung der Haselnussmischung ist 125 Gramm Butter schmelzen. Für den guten Geschmack kommen noch ein bisschen Rum rein. 2 Esslöffel, wir sind im Norden. Überall immer Rum reintun. Und dann wird das Ganze schön vermischt und fertig ist die Füllung. 125 Gramm Butter schmelzen, da habe ich ja schon Übung drin, unfreiwillig. Diesmal lege ich den Deckel nur so ein bisschen lose drauf, nicht, dass da wieder Überdruck entsteht. Ich bin etwas schreckhaft, wenn irgendwas knallt. Und los geht's. So, das sollte reichen. Oh, das ist ganz schön heiß. Ja, jedenfalls ist es flüssig, kurz vorm Kochen. Das mit dem Puderzucker ärgert mich so ein bisschen. Aber ich kann den jetzt noch nicht wieder rausfummeln. Ich hoffe mal, der verteilt sich im Backvorgang noch besser. Ja, lieber mit dem Rührmixer noch ein bisschen nachhelfen. So, jedenfalls sieht man vom Puderzucker nichts mehr. Ich glaube, das ist die perfekte Nussmischung jetzt. Ups, fast das Wichtigste vergessen. 2 Esslöffel Rum. Oder waren das Teelöffel? Nee, waren bestimmt Esslöffel. Jetzt kommt der vorletzte, aber längste Abschnitt, den Hefezopf formen und backen. Dazu müssen wir erstmal eine Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben. Ich habe nur das hier, ich hoffe, das hat die richtige Größe für meinen Hefezopf. Sehen wir ja gleich. Die Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben. Wunderbar, was macht mein Teich? Jetzt legen wir unseren hoffentlich aufgegangenen Hefeteich auf die Arbeitsfläche, die wir zuvor bestäubt haben. Und dann bestäuben wir den Hefeteich auch nochmal, damit sich der schön walzen lässt und nichts verklebt. Ist der aufgegangen? Fühlt sich weich an. Ich glaube, der ist aufgegangen. Dann nehme ich den mal raus. Sehr fluffig. Auch mit Mehl bestäuben. Machen wir. Nicht zu viel. Schritt 3, den Teich zu einem schönen, großen Quadrat auswalzen. Zu einem flachen Quadrat auswalzen, wenn das mal gut geht. Oh, ist gar nicht schlecht geworden. Habe ich mit mehr Widerstand gerechnet. Eher rechteckig als quadratisch, aber es macht ja nichts. Der wird ja so aufgerollt nachher. Dann sieht man das nicht mehr. Jetzt wird unsere kürzlich vorbereitete Haselnussmischung auf dem Teich, auf dem plattgewalzten Teich verteilt, gleichmäßig verteilt. Aber ein bisschen am Rand würde ich Platz lassen, damit da nichts. Ne? Die Teigfüllung kommt auf den Teig. Vorsichtig, alles daneben. Und gleichmäßig verteilen. Ja, klappt nicht ganz so mit dem gleichmäßig verteilen. Ich habe überall noch ein paar kleine Löcher drin. Aber ich traue mich nicht, da jetzt weiterzumachen, sonst habe ich nachher ein Loch im Teich, das will ich ja auch nicht. Beim Aufrollen wird sich das schon regeln. Schritt 5 ist, den Teich stramm zu einer Rolle zusammenrollen, sodass die Füllung innen ist und an den Enden ein bisschen aufpassen, dass dann auch nichts austritt, dass die schön abschließen. Ein bisschen zuzwirbeln vielleicht, mal gucken. Genau, Rand habe ich überall gelassen. Und jetzt rolle ich den stramm auf. Soweit läuft das auch ganz gut. Das ist auch gut geworden. Muss ich die Enden jetzt zudrücken oder was? Bisschen. Jetzt müssen wir ein Backblech mit Backpapier belegen. Backpapier aufs Blech. Und dann kommt unsere Teichrolle, die wir eben gemacht haben, auf das Backblech. Dann muss die Teigrolle da drauf. Hoffentlich geht das gut. Ja, ist ein massives Teil. Jetzt wird das ein bisschen knifflig. Vor dem Schritt hatte ich etwas Angst. Jetzt müssen wir die
Teichrolle ab der Mitte, also wenn das die Rolle ist und hier die Mitte, dann schneiden wir ab hier die Rolle komplett durch und dann verzwirbeln wir die so zu einem Zopf. Ich versuche das mal. So, die untere Hälfte durchschneiden. Irgendwie passt das nur quer. Ich war schon am Überlegen, ob ich da zwei Zöpfe draus mache. Aber wir ziehen das mal so durch, wie es in der Anleitung steht. Also ab der Mitte ungefähr einmal richtig durchschneiden. Und den habe ich natürlich nicht richtig durchgeschnitten. Mann, nee. So, jetzt aber. Und dann zu einem Zopf verzwirbeln. So oft geht das gar nicht. Ist das so richtig? Egal. Drehen wir das Blech rum und versuchen das auf der anderen Seite auch nochmal. So, andere Seite. Das scheint eine längere Hälfte zu sein. Hätte ich besser abmessen müssen vielleicht. Auch zum Zopf wirbeln. So, besser geht's nicht. Schritt 11 von 15, den Zopf ruhen lassen. Decken wir wieder ab und lassen ihn ruhen. Eine Stunde. Zopf eine Stunde ruhen lassen, kein Problem. Ich mache ein Tuch drüber, dass sich keine Fliege drauf setzt oder sowas. Stunde ist rum, dann können wir langsam mal den Ofen vorheizen. 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ofen auf 180 Grad machen wir. Ober- und Unterhitze. Lass mal nochmal, was passiert mit dem ausgeruhten Teich? Nö. Jetzt können wir unseren Haselnusszopf noch mit so einer Mischung aus Eigelb und Milch, können wir auch noch kurz anrühren, bestreichen. Denn sieht dann nach dem Backvorgang so ein bisschen bräunlicher aus. Machen wir. Da wollen wir, dass der Kuchen gut aussieht nachher, oder der Nusszopf, ne? Dann trennen wir das Eiweiß vom Eigelb für die Eigelb-Milchmischung. Bisschen Milch dazu und bisschen mischen. Die etwas einpinseln. Leider finde ich den Pinsel nicht. Ja, mit dem Löffel geht das auch. Inzwischen müsste ja auch der Ofen vorgeheizt sein. Dann kann der Zopf da jetzt rein für 40 Minuten und dann wissen wir schon ungefähr, ob das was geworden ist, ne? 40 Minuten in den Ofen, das ist schön. Dann kann ich eine kleine Pause machen. 40 Minuten sind rum. Jetzt wird spannend den Zopf aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen, sofern da was geworden ist. So, 40 Minuten sind um. Oha, wurde höchste Zeit. Aber sieht doch gut aus. Wie kriege ich den da jetzt runter? Ist der beweglich? Naja. Ich denke mal, der kann auch auf dem Backpapier abkühlen. Vierter und letzter Arbeitsabschnitt. Da geht es jetzt noch um das Veredeln des Zopfes. Dafür brauchen wir Zuckerglasur. Dann nehmen wir ein bisschen Zitrone und Puderzucker. Glasur ist optional, aber ich mache das mal so trocken, wie der Oschi aussieht. 125 Gramm, das ist eine Menge Glasur, das ist gut. Puderzucker mit... Eins, zwei, oh, das wird knapp. Reicht aber gerade so. Drei Esslöffel Zitronensaft. Oh, ein bisschen noch, sieht so trocken aus. Es ist doch eine ziemlich zähe Masse geworden. Bin ich mal gespannt, wie ich die auf meinen Nusszopf kriege. Die Glasur, ihr ahnt es schon, wird schön auf dem Hefezopf verpinselt. Also komplett glasiert kriege ich den damit nicht. Das wird mir so dekorativ. Eine Winterdeko zu Ostern. Naja. Na bitte, ein winterlicher Osterhaselnusszopf. Ein guter Titel für das Gericht. Und jetzt heißt es nur noch ein bisschen abwarten, bis der Zopf endgültig ausgekühlt ist. Und dann können wir probieren. Dann will ich den mal anschneiden. Ich fange mal einfach hier irgendwo in der Mitte an.
bin schon sehr gespannt. Ja, scheint durch zu sein. Sieht gar nicht so schlecht aus. Da schneide ich mir mal ein schönes Stück ab. Bisschen krümelig. Aber das macht ja nichts. Packen wir uns das auf den Teller. Nichts verschwenden. Na, da wollen wir mal, ne? Probiere ich erstmal von der Unterseite. Ja. Vielleicht nochmal was mit Zuckerguss, bevor ich mir hier ein Urteil erlaube. Auch nicht schlecht. Also, fangen wir mal beim Guss an. Das ist nur ausbaufähig, sieht jetzt zwar witzig aus, aber könnte man ein bisschen sorgfältiger verteilen. Ansonsten schmeckt gar nicht schlecht. Ein bisschen nussig, nussig auf jeden Fall, nicht nur ein bisschen. Auch etwas sehr schokoladig. Entschuldigung, ja, ein bisschen trocken. Vielleicht könnte man ein bisschen weniger Kakaopulver reintun, damit es nicht ganz so schokoladig und noch mehr nach Nuss schmeckt. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht teile ich ihn nächstes Mal auf, weil er ja auch recht mächtig ist und kaum aufs Backblech passte, dass man vielleicht lieber zwei kleine Nusszöpfe macht, wenn das geht. Also kann man machen, sollte man auch verbessern. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Ideen oder schon euer Lieblingsnusszopfrezept parat oder ein paar Tipps. Ich werde es sicherlich nochmal machen. Es ist lecker so, aber noch verbesserungsfähig. Irgendwann habe ich das perfekte Nusszopfrezept. War mein erster, dafür ist es gut, denke ich mal. Ich genieße den jetzt noch, habe nämlich auch Hunger. Und ihr macht auch irgendwas Sinnvolles. Bis zum nächsten Mal. Bisschen trocken ist der Käffchen dazu, wäre nicht schlecht. Was? Apropos Käffchen. Nee, Mann, weil du mir das Stichwort gibst, musst du mich das aber erzählen lassen. Oh, habe ich aber gar nicht. Erzähl. Also, geht der Hase, ne? Hase, Osterhase. Ja. Ist ja ein Osterzopf. Der Osterhase geht ins Café, der muss auch mal eine Pause machen vom Eier verteilen und so, ne? Geht er in das Straßencafé, der Kellner kommt an den Tisch und sagt, bitteschön, mein Herr, oder mein Hase, mein Herr. Und dann sagt der Hase, hast du kalten Kaffee? Der Kellner guckt so, nee, wir haben nur heißen Kaffee. Und der Hase ein bisschen enttäuscht und na gut, dann hoppelt er wieder davon. Am nächsten Tag, wir sind das Verteilen noch nicht ganz fertig, kommt der Hase wieder in das Café. Pause machen. Hast du kalten Kaffee? Sagt er zum Kellner. Der Kellner, da habe ich doch gestern schon gesagt. Nein, haben wir nicht. Hase, richtig. Hobbelt wieder davon. Am dritten Tag. Man glaubt es nicht. Kommt der Hase wieder in das Café. Und sagt, als der Kellner an den Tisch kommt, sagt er, ne? Sagt er, hast du kalten Kaffee? Und der Kellner ist ein bisschen pleatsch, ne? Sagt er, ja, bitteschön, haben wir extra für dich kalt werden lassen. Kalter Kaffee. Yay, sagt der Hase, kannst du mir den warm machen? Der Hase hat den voll veräppelt. Ach was. So, super, da hast du nicht mit gerechnet. Na, kein Stück. Mann. Ich fand ihn gut. Du und deine alten Witze so.